Vielen Dank, dass du dich für ein Zelt von Hilleberg entschieden hast. Dieser Film ergänzt die dem Zelt beiliegende Aufbauanleitung. Wir empfehlen dir, vor dem ersten Toureinsatz die Aufbauanleitung zuerst aufmerksam durchzulesen und die Handhabung deines Zeltes auch in der Praxis ausgiebig zu üben. Das Keron ist ein sehr stabiles Tunnelzelt. Beim Auspacken eines Zeltes solltest du es dir zur Gewohnheit machen, möglichst nah am Boden in einer knienden Position zu arbeiten. Verwahre die losen Säcke immer sicher, damit sie nicht vom Wind fortgeweht werden. Ebenso solltest du das Zelt mit einer der Abspannleinen, zum Beispiel am Rucksack oder an einem anderen stabilen Gegenstand, fixieren. Für eine maximale Lebensdauer und Haltbarkeit ist es besonders wichtig, dass du sorgfältig mit dem Gestänge umgehst. Werfe nie das Gestänge zum Zusammenbau aus. Es könnte dadurch beschädigt werden oder Risse entstehen. Setze gewissenhaft ein Segment nach dem anderen zusammen und achte darauf, dass die Teile beim Aufbau nicht auseinanderrutschen. Denn die dabei entstehenden Spalten können einen Stangenbruch verursachen. Das Keron kann auch mit einem doppelten Stangensatz verwendet werden. Bei extremen Wetterbedingungen erhöht dies enorm die Stabilität des Zeltes. Stecke die Heringe am besten in deine Tasche, damit du sie beim Aufbau sofort zur Hand hast. In extremen Wettersituationen ist es von großem Vorteil, jeden einzelnen Schritt des Zeltaufbaus sicher und routiniert zu beherrschen. Breite das Zelt auf dem Boden aus und sichere eine kurze Seite des Zeltes mit Hering. Achte darauf, dass die Heringe in den Metallringen und nicht in den Spannbändern selber stecken. Die Heringschlaufen sollten maximal geöffnet sein, damit genug Spielraum zum Nachtrimmen vorhanden ist. Presse alle Heringe in einem 45-Grad-Winkel und vollständig in den Boden. Andernfalls können die Heringe bei Sturm herausgerissen werden. Alle drei Stangen des Keron sind gleich lang. Führe eine zusammengesetzte Stange zur Hälfte in den Stangenkanal ein und versichere dich, dass deren Ende auch vollständig bis zum Kanalende eingeschoben ist. Halte die Stange fest und schiebe den restlichen Kanal über die Stange. Setze das freie Stangenende in den Kunststoffhalter und ziehe das Gewebeband des Stangenspanners so straff an, bis der Kunststoffhalter bündig am Außenzelt anlegt. Setze die Heringe in die Metallringe der justierbaren Heringschlaufen. Damit genug Spielraum zum Nachtrimmen vorhanden ist, sollten diese maximal geöffnet sein. Spanne die Heringschlaufen, bis das Zelt straff und perfekt steht. Wird das Zelt schlecht gespannt, können das Dach oder die Apsiden durchhängen und das Zelt kann nicht optimal funktionieren. Mit nur 4 Heringen an den Ecken wäre das Keron einsatzbereit. Aber wir empfehlen dir in jedem Fall, immer alle Heringe und Abspannleinen zu verwenden, da Windrichtung und Wetter unerwartet schnell umschlagen können. Alle Abspannleinen sollten so lang als möglich ausgestreckt sein und so positioniert werden, dass sie das Zelt aus allen Windrichtungen stabilisieren. Nur so können sie das Zelt optimal unterstützen. Drücke die Heringe fest und tief in den Boden. Die häufigsten Gründe von Zeltschäden rühren von schlecht sitzenden Heringen oder falschem Gebrauch der Abspannleinen. Achte darauf, dass alle Abspannleinen gleichmäßig straff angezogen sind. Ziehe sie nicht zu fest an, sonst deformiert sich das Zelt und verliert an Stabilität. Sorgfältig und korrekt aufgebaut, hält ein Hilleberg-Zelt jedem Wetter und allen Situationen stand. Das Keron besitzt 2 Eingänge, die sowohl von oben als auch von unten her geöffnet werden können. Die Türen können zusammengerollt und fixiert werden. Hinter jedem Eingang verbirgt sich eine Apside, in der die Ausrüstung leicht Platz findet. Mit seinen 2 Apsiden und Eingängen befindet sich immer ein Eingang und eine Seite des Keilturms im Windschatten und ermöglicht eine variable Nutzung sowohl als Stauraum als auch als Eingang. Der Innenzelteingang besteht aus einem großen Mückennetz und einer von innen mittels Reißverschluss winddicht verschließbaren Abdeckung. Zur maximalen Durchlüftung wird die Abdeckung ganz geöffnet, zusammengerollt und mit den Knebeln an den Gummischlaufen fixiert.
Beide Apsiden sind mit großen, hoch angesetzten Lüftern ausgestattet, die durch Lüfterhauben gut geschützt sind. Sie können leicht von innen reguliert und bei Bedarf schneesicher verschlossen werden. Die Apsiden können ganz oder teilweise geöffnet und zur Seite gerollt werden. Somit wird eine maximale Belüftung auch an warmen Tagen gewährleistet. Eingänge des Chiron GT sind leicht zu bedienen und sehr vielseitig. Führe beim Öffnen und Schließen einen Finger vor dem Schieber entlang, um zu verhindern, dass sich das Zeltgewebe im Reißverschluss verhakt. Vermeide es, auf die geöffnete Eingangstür zu treten oder sie am Boden liegen zu lassen, da Sand und Schmutz die Lebensdauer der Reißverschlüsse verkürzt. Der seitliche Eingang an der verlängerten Apside ist mit einem Mückennetz versehen. Das Mückennetz kann auch vollständig ausgehängt und in der seitlichen Tasche sicher aufbewahrt werden. Beim Zelten im Schnee ist es viel praktischer, den Eingang von oben her zu öffnen. Damit bleibt der Schnee draußen. Entgegen der Reihenfolge, wie das Zelt zusammengebaut wurde, wird es auch wieder abgebaut. Sichere dein Zelt mit einer der Abspannleinen an einem stabilen Gegenstand, damit es nicht fortgeweht werden kann. Alle Abspannleinen sollten in ihrer vollen Länge ausgefahren sein, damit der nächste Zeltaufbau erleichtert wird. Öffne den Kanalspanner, umfasse den Gestängekanal und drücke die Stange von der geschlossenen Seite aus heraus. Ziehe nie an den Stangen. Achte darauf, dabei nicht auf das Zelt zu treten. Lege das zerlegte Gestänge am besten sicher zur Seite. Überprüfe das Gestänge beim Ausbauen und Zerlegen auf Schäden. Reinige alle Heringe und ersetze verloren gegangene oder beschädigte Heringe. Lege das Gestänge zusammen mit dem Heringssack in den Gestängesack. Achte darauf, dass Packsäcke und Ausrüstungsgegenstände gut gesichert sind und nicht vom Wind weggetragen werden können. Lege das Zelt zusammen und wickle es um den Gestängesack. Ziehe dabei das Zelt nicht zu dir hin, sondern rolle es um den Gestängesack. Stecke alles in den Zeltpacksack. Alternativ kann das Zelt auch direkt in den Packsack gestopft werden, aber dann sollten das Gestänge und die Heringe separat aufbewahrt werden. Stecke unter keinen Umständen den Gestängesack nachträglich neben das Zelt. Dies kann das Zelt beschädigen. Lagere ein Zelt niemals, ohne es vorher sorgfältig zu trocknen. Nach jedem Gebrauch sollte es zum Trocknen aufgehängt werden. Am besten mit eingebauten Gestänge, damit Innen- und Außenzelt nicht aufeinander liegen. Auf unserer Homepage Hilleberg SE kannst du mehr über dein Zelt erfahren und unser ganzes Sortiment entdecken. Hier erfährst du alles über uns, Hilleberg The Tentmaker, über unsere Firmengeschichte, Philosophie und die Herstellung hochklassiger Zelte. Lese spannende Erfahrungsberichte von Expeditionen, die Zelte von Hilleberg verwenden. Und finde Händler in deiner nächsten Umgebung. Wir bieten dir Informationen, Ausrüstungslisten und praktische Ratschläge, die dir bei der Planung deiner nächsten Zelttour helfen können. Hilleberg The Tentmaker wünscht dir viele schöne Touren.